So. Ah, da lebt alles. Pop-Up-Set. Die neue Gefahr. So, ich glaube, ich räuchere mich hier mit R aus. So Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und das hier ist meine neue Ausrüstung. Im Mega XXL Tipi möchte ich ja weiterarbeiten und da fehlt mir halt das gewisse Licht. Deswegen habe ich mir so ein kleines Mini-Aggregat besorgt hier hinten, was 1000 Watt Leistung erbringt. Ist nicht besonders viel, also reicht nicht für Baumaschinenwerkzeuge. Deswegen habe ich auch hier Lampen mitgebracht, die ich anbaue. Das heißt, dieses kleine Aggregat ist wirklich nur für Licht und für diese kleine Mini-Heizung. Weil wenn es kälter wird, dann will ich gucken, ob diese kleine Heizung ausreicht, um in diesem Tipi eine gewisse Wärme aufrechtzuerhalten, um dort weiter zu arbeiten. Also, da bin ich mal gespannt. Im Notfall habe ich halt einen zusätzlichen Spritkanister dabei, um ihn wieder zu betanken. So Leute, willkommen in meinem XXL Tipi. Und hier wird natürlich noch aufgeräumt. Das Zelt kommt noch weg, da habe ich drin geschlafen mal. Ha, doppelt gesichert, ja, schützt auch doppelt, auch vor dem Regen. So, deswegen steht das da noch. Das kommt aber weg. Das Zelt ist kaputt, also das habe ich neu gekauft und habe gemerkt, okay, einige Stangen sind hier gebrochen. Die sind auch schon hier vorne aus der Folie rausgekommen. Das Zelt habe ich natürlich als Pop-Up-Zelt gekauft, das war natürlich rund. Habe ich es hier hingeworfen und habe gemerkt, das baut sich nicht so richtig auf. Der Grund lag, die Stangen sind gerissen, aber das hatte man halt nicht gesehen, wo es noch so rund war. So neu, verpackt. Spitzgefährlich Pop-Up-Zelt. Die neue Gefahr. So, hier ist alles feucht drin. So, aber Schimmel haben wir zum Glück noch nicht. Das heißt, ich kann die Isomatte noch verwenden. Das ist gut. Aber das blöde Zelt hier nicht mehr. Oh, ich habe hier noch was gefunden. Zweimal Zahnbürste und Zahnpasta. Habe ich wohl hier vergessen. So, das blöde Ding hier soll endlich mal weg. Öfters gebrochen, als ich dachte. Billigkauf, ne? Oder wie? Da klebt eine Stecke und da... Oh, der Boden lebt. Heftig. Schaut mal. Da lebt alles. Da lebt alles. Also man sollte so ein Zelt nicht lange stehen lassen im Wald. Heftig. Ist das eklig. Los weg mit dem Müll. Hier, das ist ja echt reiner Müll. So. So, ich habe hier eine ganz alte Lampe. Eine ganz alte Feuerhandlampe. Die ist schon 20 Jahre alt, aber das Petroleum da drin, das brennt immer noch. Ich finde die Natur ja erstaunlich und man findet dort ja alles. Und zwar ein Kleiderbügel. Den kann ich jetzt hier einfach irgendwo aufhängen und so kann meine Wäsche trocknen. Also die Natur, die bietet uns alles. Das rußt hier oben ganz schön. Also ich glaube, ich räuchere mich hier mit R aus. So. Ah. Okay, es ist aus. Und es ist zum Glück kein Waldbrand passiert. Abgasrohr in diese Richtung, weil, naja, da ist die Tür und der Wind kommt gerade von da nach da. Ich möchte hier kein neues Produkt vorstellen, in dem Sinne, sondern ich möchte euch einfach nur zeigen, wie einfach es ist, ein Aggregat zu bedienen. So, das Aggregat ist ganz einfach aufgebaut. Hier sind immer so Bilder drauf, was muss man machen. Er ist jetzt auf ausgesetzt. Machen wir einfach mal auf an. So, wir starten ja. Also Start, an, Druck rein. Und dann auch an. Okay. Das sind jetzt 90 Dezibel. Okay. Und wenn ich mich jetzt entferne, sagen wir mal, ich gehe jetzt einfach mal hier die kleine Strecke nach oben. Und ihr hört ja, je weiter ich mich entferne, desto leiser wird er. Tja, mit 30 Metern müsste ich eigentlich gut auskommen. Gut, da steht jetzt der Notstromaggregat und den werde ich jetzt da hinten, wo das Dixie ist, da werde ich ihn ungefähr hinsetzen, damit das von der Lautstärke eigentlich geht. Also wie ihr merkt, ich kann neben dem Aggregat ganz normal weiterreden und so laut ist das gar nicht. Das finde ich ja top. Also ist einer der kleinsten, die es gibt. Den gibt es auch noch in der 2000 Watt Version, aber ich habe mir gedacht, der ist dann viel zu groß, zu klumpig und zu schwer. Ich wollte nur was ganz Kleines haben.
So, jetzt geht es um die Kabeltrommel. Die müsst ihr allerdings immer komplett ausrollen. Ansonsten erhitzt sie sich und es kann anfangen zu brennen, zu schmoren. Und deswegen immer Kabeltrommeln abrollen. Komplett. So, hier helfe ich jetzt nach mit der Hand. Nicht, dass das Kabel irgendwie, was eingeklemmt ist, kaputt geht. Hier ist das neue Dixie, was ich hier habe. Und hier muss man halt immer ein Loch graben. Also das ist voll, das muss getauscht werden. Also umgesetzt werden, das Dixie. Und ja, dann kann jeder ungestört auf Klo gehen. Wie schon gesagt, es ist lauter geworden, weil es mehr Power braucht für die Heizung. Und jetzt werde ich versuchen, hier noch so einen Schallschutz hinzubauen, damit es halt nicht so laut ist. So, wie ihr bereits erkennen könnt, das hier ist der Wetterschutz und das hier soll wegen der Lautstärke so ein bisschen dämmen. Aber ich habe keine Zeit mehr und von daher mache ich das nächstes Mal weiter. Es soll ja natürlich alles ein bisschen höher und dann sollen hier noch ein paar Luftschlitze rein. Einmal wegen Sauerstoff und einmal wegen den ganzen Abgasen. Und es hätte kein Licht. Aber jetzt. Okay, wir haben Strom. Das funktioniert schon mal. So, ich würde sagen, ich fange hier vorne an und klemme den hier erstmal ein. Ich habe hier noch so eine andere und ich bin gespannt, wie das hiermit dann aussieht. Bei der Befestigung achte ich darauf, dass die Lichter nicht gegen die Tipifolie kommen. Weil auch die können irgendwann richtig heiß werden und hier Löcher dann reinschmoren. So, hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Lichter halt zu wählen. Das ist mehr so auch Weihnachtsstimmung, wenn man jetzt so Musik noch anhat, dann kann man hier wirklich schön gemütlich sitzen und zum Beispiel Weihnachten feiern. Aber wir sind ja hier in einem Tipi und von daher soll hier auch ganz normales Licht drin sein. Aber hier kann man zum Beispiel das auch alles so hell machen, sodass man hier noch genug sehen kann. Ja, richtig gemütlich hier. Ich bin überglücklich. Jetzt habe ich Licht. Das hier ist jetzt nur machbar, weil ich ein Aggregat angeschlossen habe. Das ist jetzt richtig laut. Das liegt daran, dass ich hier die Heizung angemacht habe. Wenn ich die Heizung zum Beispiel runterdrehe, dann beruhigt sich das Aggregat. Also das zieht schon richtig viel Watt hier. Die Heizung verbraucht 500 Watt. Deswegen zieht der Aggregat auch so stark an. So, ich wollte aber hier jetzt mal testen, ob dieser Raum wirklich wärmer wird, wenn man hier eine Heizung drin hat. Und genau, wenn man jetzt hier so 15 Minuten, 20 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde wärmt, ob die Temperaturunterschiede zu draußen und drinnen hier drinnen wirklich wärmer sind. Ich habe die Tür so ein bisschen zugemacht, sodass die kalte Luft da nicht reinkommt. Die Wärme da drinnen teste ich jetzt mit so einem Thermostat. Das hier ist eigentlich für Fleisch, da steckt man ein Fleisch rein, um dann halt die Innentemperatur zu messen. Das heißt, dieses Ding ist ganz genau. Hier draußen haben wir gerade 16 Grad. So, schnell rein hier. Schnell die Tür wieder zu. Das heißt, wenn wir draußen 16 Grad haben und hier 19, dann haben wir einen Gradunterschied von 3. Jetzt stellt sich allerdings noch die Frage, wenn es jetzt draußen kälter wird, also nachts wird es immer kälter, ob sich hier diese 19 Grad halten. Wenn sich diese 19 Grad halten durch diese kleine Heizung, es ist natürlich top. Allerdings wegen dem Loch hier und sich die 19 Grad halt nicht halten, dann wird es halt wieder kälter. Oh, okay, ist umgesprungen auf 18 Grad. Diese 19 Grad waren wohl noch wegen vorhin. So, die Tür ist jetzt nur improvisorisch gemacht, aber
erfüllt voll seinen Zweck mit so einem Balken davor. Wenn man rausgeht, kann man sie so befestigen. Die Tür wird natürlich auch noch selbst gebaut. Also, ich hatte ja gesagt, dass ich noch vorhatte, die Tarnung von außen zu verbessern. Aber mir war es erstmal wichtig, dass ich, wenn ich von der Arbeit komme, dass ich hier weitermachen kann. Wenn ich von der Arbeit komme, ist es meistens dunkel oder es wird schon dunkel. Und wenn ich im Wald gehe, dann ist es zu dunkel. So. Also war es mir wichtig, erstmal ein Aggregat aufzubauen, das wetterfest dort zu installieren. Also es gibt so viel, was ich an dem Tipi noch bauen möchte. Zum Beispiel halt, ne, hier einmal Tarnung, die Tür, Innenmöbel, zum Beispiel Bett, Ablageflächen, Tresen, Sitzbänke. Was gibt's denn noch? Ja, okay. Notschraubenaggregat bleibt nicht hier. Das ist halt, naja, jeder könnte irgendwo auf dem Hof gehen und natürlich alles mitnehmen. Und da es mir ein bisschen zu teuer war, werde es natürlich nicht hier bleiben. Das nehme ich dann immer jedes Mal mit hierher oder halt mit nach Hause. So, das Notstromaggregat habe ich gegen 12:30 angemacht. Und jetzt haben wir gleich schon 5 Uhr. Läuft schon 4 Stunden. Und zwischendurch habe ich trotzdem die Heizung angehabt. Und die hat ja auch immer richtig viel Watt gezogen. Also ich bin überrascht, dass das Notstromaggregat immer noch läuft und immer noch durchhält. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.